Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zum Steuerrecht, hier in der 18. Vorlesung, wo es um die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, kurz GOB, und um Steuerhinterziehung gehen wird, also quasi etwas, was übergreifend über alle Steuerarten ist, die wir uns jetzt angeschaut haben und auch noch die, die fehlen. Das wird jetzt auch vorerst einmal das letzte Video in dieser Steuervorlesung sein, weil die anderen Steuerarten in der Regel nicht so relevant sind. Okay, wie gehen wir dabei vor? Erst einmal schauen wir uns natürlich die GOBs an, dort genauer unter Punkt 1.1 die Grundlagen, unter 2 die Rechnung und unter 3 die Kassenführung. Bei zweitens geht es dann um die Steuerhinterziehung und darum genauer um die Strafverfahren und wie auch eventuell diese Strafverfahren eingestellt werden können. Quasi die Frage, wird ein Strafverfahren eröffnet? Wird es weitergeführt oder wird es eingestellt? Ja, beginnt bei den GOBs, müssen wir erstmal sagen, was das sind. Das sind natürlich wichtige Regelungen, welche vorgeben, wie die Buchführung handgehabt werden muss, wie die Buchführung auszusehen hat. Abweichungen von den GOBs sind quasi Formfehler, aber mehrere dieser Formfehler können den Tatbestand der Steuerhinterziehung zur Folge haben, unabhängig von der Höhe des Betrages oder der Art des Fehlers. Jedoch wird in der Regel bei geringfügigen oder unerheblichen Abweichungen keinerlei Sanktionen folgen, sondern lediglich auf die nötigen Verbesserungen verwiesen. Tun sich aber diese Fehler häufen oder sind es schwerwiegende Fehler oder ist es vorsätzlich begangen worden, das kann dazu führen, dass die gesamte Buchführung mangels Form verworfen wird und eine Steuerhinzuschätzung bis zu 20% erfolgen kann. Man geht halt davon aus, begründet, dass Erträge und Aufwendungen unklar sind und damit die Besteuerungsgrundlage, die man mittels der Buchführung ermittelt hat, nicht wirklich stimmt und daher wird zugeschätzt. Die Grundlagen. Wir finden die Grundlagen im Paragraphen 238 Absatz 1 HGB. Das ist der Grundsatz der Klarheit. Und der besagt, die Buchführung muss so beschaffen sein, dass er im sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Oder mal anders ausgedrückt, wer meine Videos zur Buchführung kennt, beziehungsweise zum Rechnungswesen, und von dem man sich die Buchführung anschaut, aber nicht in einer angemessenen Zeit, was sehr schwer zu definieren ist, in der Lage ist, sich einen Überblick zu verschaffen, dann ist wohl die Buchführung nicht klar und damit mangelt sie in der Form. Das bringt uns auch gleich zu Absatz 2 vom HGB, der sagt, dass alle Belege aufbewahrt werden müssen. Ausgenommen sind hier die wiederkehrenden Buchungen, da genügt ein Vertrag, wie zum Beispiel Miete oder Abschlagszahlungen für Strom. Im 239 Absatz 1 HGB ist festgelegt, dass die Buchführung einer lebenden Sprache durchgeführt werden muss. Das passt auch ganz gut zum Paragraphen 244 HGB, der besagt, dass der Jahresabschluss in Deutsch sein muss. Im 239 Absatz 2 HGB steht der Grundsatz der Richtigkeit und Vollständigkeit, der wortwörtlich heißt, die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Dieser Grundsatz ist dann auch ganz wichtig für die Kassenführung, das werden wir dann auch gleich sehen. Wir haben aber zunächst erstmal 239 Absatz 3 HGB, der besagt, dass halt ursprüngliche Eintragungen nur dann und nur in einer Form geändert werden dürfen, die nicht dazu führt, dass die Sache nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt, man muss wirklich erkennen können, ob eine Änderung stattgefunden hat. Die ursprüngliche Buchung muss bekannt sein. Das dient halt dazu, falls man im Nachhinein etwas verdecken möchte, ein Rechtsgeschäft oder eine Zahlung etc., dass man das nachverfolgen kann. Dann kommen wir zum Paragraphen 252 Nummer 1 HGB. Die Werte der Eröffnungs- und Schlussbilanz müssen übereinstimmen. Eigentlich ziemlich klar, anders geht's auch gar nicht. Dann der Paragraph 252 Nummer 3 HGB. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Paragraph 252 Nummer 6 HGB ist der Grundsatz der Kontinuität und besagt wortwörtlich, die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Das heißt, dass Bilanz- und Jahresabschlüsse, da sie ja der Repräsentation des Unternehmens dienen,
immer gleich aussehen sollten und immer gleich bewertet werden sollten. Und daher sollen auch die gleichen Währungsmethoden angewandt werden, damit keine optischen Verfälschungen auftreten. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich die sogenannte LIFO-Methode, Last In, First Out, oder die FIFO, First In, First Out-Methode anwende. Das ist eine Buchführung genauer. Bei den einen wird halt gesagt, ja, das, was wir als letztes eingekauft haben, das ist auch als erstes aus dem Lager gegangen. Wir tun also sozusagen die Preise vom Anfang des Jahres hauptsächlich nehmen. Und bei der anderen ist es genau umgekehrt. Das sind Unterschiede. Wenn ich in dem einen Jahr das, in dem anderen Jahr das nehme, kann ich damit meine Bilanz manipulieren und damit ist die Bilanz eigentlich unklar und dient nicht mehr dazu, wozu sie eigentlich dient, dass man sich einen Überblick über das Unternehmen verschaffen kann und mit anderen Unternehmen vergleichen kann. Damit sind wir bei Punkt 1, 2 Rechnungen und dabei halt genau wie eine Rechnung aussehen hat, hier rechts abgebildet, ist mal eine alte Rechnung. Wir finden dazu etwas § 14 USTG und zwar stehen dort die Anforderungen, die eine Rechnung erfüllen muss. Allerdings gibt es hier noch Sonderregeln für Kleinunternehmer und Kleinbetragsrechnungen. Auf die gehe ich dann aber in der nächsten Folie ein. Wir machen jetzt erstmal den Grundsatz. Allerdings gilt für die Kleinunternehmer 19 Absatz 1, dass derjenige Kleinunternehmer ist, wer im Vorjahr maximal 17.500 Euro Bruttoumsatz hatte und im aktuellen Jahr voraussichtlich maximal 50.000 Euro Bruttoumsatz erwirtschaftet wird, der ist dann halt ein Kleinunternehmer. Befindet man sich im ersten Jahr, gilt auch hier in diesem Jahr maximal 17.500 Euro. Vereinfacht gesagt, wer 17.500 Euro überschreitet, ist spätestens im nächsten Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Und für den gelten halt dann diese allgemeinen Anforderungen an die Rechnung. Wichtig auch, alle Rechnungen sind 10 Jahre aufzubewahren, das ist die sogenannte Aufbewahrungspflicht. Verstößt man dagegen, kann die Buchführung für die lückenhaften Jahre verworfen werden und es kann sogar der Verdacht auf Steuerhinterziehung entstehen. Ist natürlich sehr ungünstig. Ja, hier habe ich mal eine kleine tabellarische Auflistung gemacht. Erstmal, was für Unternehmer wir haben, normal Kleinunternehmer. Und dann geht es auch noch darum, welche Rechnungsanforderungen vorhanden sein müssen für die verschiedenen Rechnungsgrößen. Wir haben einmal die normalen Rechnungen, die sind ab 150 Euro. Und alles, was unter 150 Euro liegt, sind die Kleinbetragsrechnungen, zu finden in § 33 USTDV. Ja, und jetzt schauen wir mal an, welche Rechnungen welche Anforderungen erfüllen müssen. Name Leistner und Leistungsempfänger müssen eigentlich fast überall sein. Ausnahme ist hier bei den Kleinbetragsrechnungen, da muss der Leistungsempfänger nicht draufstehen. Das wäre auch schrecklich. Wir stellen uns mal vor, wir gehen ja alle relativ häufig, mindestens einmal die Woche behaupte ich, irgendwo in einem Handel einkaufen. Es wäre jetzt ein sehr großer Aufwand, wenn jedes Mal auf die Rechnung euer Name geschrieben werden müsste. Gut, da ihr kein Unternehmer seid, wäre das wahrscheinlich sowieso nicht tragisch, weil es dafür nicht gilt. Aber selbst wenn wir als Unternehmer dort einkaufen würden, müssten wir erstmal entscheiden, bist du Unternehmer? Und dann, wenn du mehr als 150 hast, dann brauchst du auf deiner Quittung noch einen Namen. Die Steuernummer bzw. die Umsatzsteuer-ID, die muss auch überall vorhanden sein, außer bei der Kleinbetragsrechnung, da darf auf die verzichtet werden. Das Ausstelldatum ist überall Pflicht, keine Ausnahme. Die Rechnungsnummer, die Rechnungen müssen nummeriert sein und sie müssen in einer fortlaufenden Nummerierung sein. Allerdings Kleinbetragsrechnung dort nicht, das wäre wieder mal zu viel Aufwand. Menge und Art der Leistung muss natürlich auch drauf sein, ganz klar. Zeitpunkt der Lieferung, hier ist die Kleinbetragsrechnung wieder außen vor, der Rest muss es ausweisen. Das Entgelt, also was man quasi dafür bezahlt hat, muss natürlich überall vorhanden sein. Das ist ja eigentlich der Sinn der Rechnung, dass man sieht, was man bezahlt hat und was man bekommen hat. Steuersatz und Höhe. Ja, hier ist interessant. Steuersatz und Höhe muss eigentlich für alle, außer für den Kleinunternehmer sein. Und der darf sie nicht einmal draufschreiben. Also es ist nicht so, dass er ein Wahlrecht hat, sondern der darf nicht Steuersatz und Höhe ausweichen. Er ist nämlich grundsätzlich steuerbefreit. Ja, da kommen wir zur Steuerbefreiung. Sollte eine vorhanden sein, egal welche Rechnungsart, dann muss dastehen, dass es steuerbefreite Leistung ist und auch noch wonach. Also hier beim Kleinunternehmer, der wäre nach 19.1 steuerfrei. Damit kommen wir zu Punkt 1.3, die Kassenführung. Und wie ich schon gesagt habe, die meisten Fehler passieren halt in der Kassenführung.
weshalb dieser ein Primärziel bei der Überprüfung durch das Finanzamt ist. Und je nach Art der Kasse müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, damit dieser als ordnungsgemäß gilt. Eine der Kassenvarianten, die es gibt, ist die offene Ladenkasse. Das ist halt gängig bei Verkaufsständen, Buden etc. und liegt halt immer dann vor, wenn kein elektrisches Kassensystem, sondern ein simples Sammelbehältnis verwendet wird. Das kann ein Schuhkarton sogar sein. Das ist alles eine offene Ladenkasse. Bei dieser muss täglich am Schluss eines Tages ein sogenanntes Zählprotokoll durchgeführt werden. Und ein Zählprotokoll, das bedeutet halt ganz einfach, dass alle Geldmittel einzeln gezählt werden. Ich habe ja als Beispiel aufgeschrieben, man zählt halt, ja, das sind 50 500-Euro-Scheine, 10 100-Euro-Scheine, 5-Euro-Stücke und ergibt eine Summe von sowieso. Zusätzlich natürlich zur allgemein auf, zum allgemeinen Kassenbuch. Ja, die elektrische Kasse oder Registrierkasse ist die zweite Variante. Das ist natürlich das Gegenteil. Das ist jede Form einer elektrischen Kasse und kommt bei häufigen Umsätzen zum Einsatz. Und sie muss halt elektrisch auslesbar sein. Das heißt, da muss das Finanzamt mit ihrem Stick rankommen, quasi, um die auslesen zu können. Und sie muss in der Lage sein, die Daten der letzten 10 Jahre unwiderruflich speichern zu können. Und darf keine Löschungen zulassen. Storno ist natürlich möglich. Eine Kasse muss immer dann geführt werden, wenn Einnahmen oder Ausgaben, die nicht nur einen kleinen betrieblichen Teil ausmachen, bar getätigt werden. Ich habe jetzt Beispiel geschrieben, Maschinengroßhändler tankt gelegentlich seine Lieferzeuge mittels Barzahlung und hat ansonsten nur Bankbuchung. Das wäre der Fall, wann keine Kassenbuchführung, keine Kasse notwendig ist. Weil das halt eine kleine Sache ist, das ist nicht üblich, das hat mit dem Betrieb nichts zu tun. Wer natürlich einen Verkaufsstand hat, muss eine Kasse führen. Hier gilt auch, unabhängig von Art der geführten Kasse, also sofern man halt eine führen muss, muss täglich und zeitnah, mit zeitnah meint man in der Regel am Ende des entsprechenden Tages oder am darauf folgenden Tag frühs, ein Kassenbuch geführt werden und das muss folgende Inhalte aufweisen. Erst einmal das Datum, dann Anfangsbestand, der muss natürlich gleich den Schlussbestand des vorigen Tages sein, dann Art und Höhe aller Einnahmen, alle Einlagen und beziehungsweise Einzahlungen. Dann Art und Höhe aller Ausgaben. Klar, dann auch alle Entnahmen und Auszahlungen. Und das müsste dann den Schlussbestand und damit den Anfangsbestand des nächsten Tages ergeben. Schlussendlich wird das noch unterschrieben mit Datum und Name und die Sache ist eigentlich fertig. Wichtig hierbei, eine Kasse darf nie negativ sein. Was natürlich rein physisch ganz klar sein sollte. Weil aus einer leeren Kasse kann man keinen 50-Euro-Schein oder sowas rausnehmen. Das geht rein physisch nicht. Wichtig ist auch, dass die Kasse, wenn sie maschinell ist, dann ist da ja auch eine Uhrzeit in der Regel hinterlegt, dass sie da faktisch nicht negativ werden kann, darf. Auch nicht unterhalb des Tages. Also es kann nicht sein, 50 Euro, okay, ich habe 100 Euro 10 Uhr rausgenommen, bin quasi bei minus 50 Euro und 10:30 Uhr hatte ich 200 Euro Einnahmen und am Ende ist die Kasse also positiv. Nein, das kann ja auch nicht sein. Das ist ein Beweis dafür, dass die Kasse nicht richtig war und dass hier irgendwo eine Einlage oder eine Entnahme oder etc. Irgendwas muss passiert sein. Hier ist ein Fehler, ganz eindeutig. Und so ein Fehler kann einen die ganze Kassenbuchführung wirklich zerstören und eine Zuschätzung zur Folge haben. Machen wir mal ein paar Übungen. Ihr seht, ich habe mir ein paar Aufgaben ausgedacht. Wie immer gilt, ihr pausiert das Video, nehmt euch Stift, Papier oder etwas Vergleichbares zur Hand. Löst die Aufgaben. Ich springe natürlich schon zur Lösung. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr dafür braucht. Ihr lasst das Video einfach weiterlaufen. Und wir vergleichen dann mal. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur ersten von drei Lösungsfolien, die ich hierfür benötige. Erstens war, nenne drei Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Gibt es jetzt haufenweise. Ich habe mal versucht, alle aufzuschreiben. Grundsatz der Klarheit. Belege müssen aufbewahrt werden, 10 Jahre lang. Die Buchführung muss in einer lebenden Sprache erfolgen. Es gibt den Grundsatz der Richtigkeit und Vollständigkeit. Änderungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn ursprüngliche Buchung noch ersichtlich ist. Werte der Eröffnungs- und Schlussbilanz müssen übereinstimmen. Dann gibt es den Grundsatz der Kontinuität. Vermögen und Schulden müssen einzeln bewertet werden, das heißt, sie dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Was hier nicht drauf steht, es gibt halt noch viel, viel mehr. Aber zum Beispiel, dass der Jahresabschluss in Deutsch erfolgen muss. Es muss Bilanz, der Jahresabschluss muss in Euro erfolgen, das hatte ich auch vor uns gar nicht genannt, aber fällt mir gerade so spontan ein. Gibt halt haufenweise.
Ja, das nächste war Aufgabe 2 mit dem Unternehmer L. Iderlich mit seinem jährlichen Umsatz von 50.000 Euro. Wir wissen, dass seine Buchführung fehlerhaft aus ist und welche Konsequenzen daraus ergeben sollen. Wir herausfinden, wenn A nur geringfügige, unwesentliche Fehler vorliegen. Ja, dann wird er halt ermahnt, geht damit in der Regel sanktionsfrei aus. B war die Frage, wie sieht es aus mit häufigen, maßgeblichen Fehlern? Ja, dann wird die Buchführung verworfen oder sie kann verworfen werden. Und eine Zuschätzung bis zu 20% wäre möglich. Bei einem Umsatz von 50.000 Euro wäre das halt, man schätzt 10.000 Euro Umsatz dazu. Das heißt, man würde jetzt die Steuer auf 50.000 Euro Umsatz, nicht mehr auf 50.000 Euro Umsatz, sondern die Messungsgrundlage wird 60.000 Euro Umsatz. Ja, drittens A, wir führen ein Kassenbuch. Was haben wir also? Wir haben oben den Kassenbericht vom Datum, das wäre der 10.10.16. Tragen uns einen Anfangsbestand von 1407 Euro ein. Dazu kommen die Umsatzerlöse von 700 Euro, zuzüglich einer Einzahlung von 1000 Euro, abzüglich vom Wareneingang, hier diese Zeitschrift von 107 Euro, abzüglich der Privatentnahme von 500 Euro, ergibt einen Schlussbestand von 2500 Euro. Das unterzeichnen wir noch. Unterschrift, wie nach der Name halt, wie auch immer es sein sollte, unterschreibt dann. Und ja, fertig ist die Sache. B war dann ja die Sache mit den Fehlern. Hier zum Beispiel Übertragungsfehler, der Kassenbestand ist falsch gezählt oder versehentlich wurde eine Privateinlage durchgeführt. Das heißt, privat etwas gekauft, aber das Restwert in Kasse gelegt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das denn zustande kommen kann. Damit sind wir bei der Steuerhinterziehung angelangt unter Punkt 2. Und das ist halt ein extrem vielfältiger Begriff, der nach Paragraf 370 Absatz 4 AO immer dann eintritt, wenn Steuern nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden und damit verkürzt werden. Das bedeutet, ein Steuervorteil wird erlangt. Also ein Steuervorteil, der nicht zulässig ist. Ja, damit umfasst Steuerhinterziehung unabhängig der Höhe des erlangten Steuervorteils das Ausstellen bzw. Buchen von nicht ordnungsgemäßen Rechnungen, Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die Buchführung wird dadurch ja unklar und kann verworfen werden. Dann haben wir eine verspätete Abgabe von Steuererklärungen oder das unvollständige Ausfüllen von Steuererklärungen. Das alles sind grundsätzlich erst einmal Tatbestände der Steuerhinterziehung. Wichtig dabei zu erwähnen ist der Paragraph 71 AO. Wer eine Steuerhinterziehung zulässt, das heißt, er rät nicht ab, obwohl er den Verstoß weiß, oder sich daran beteiligt, also bewusst falsch bucht, ist der Mithilfe zur Steuerhinterziehung schuldig. Also auch wenn der Buchhalter, der Chef nicht bei falschen Belegen auf diese hinweist. Und er sagt ja, okay, der Chef sagt buch so, und er sagt, na gut, ich weiß, das ist falsch, aber der Chef sagt, mach so, ich mach so. Das ist Steuerhinterziehung, genau genommen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Wird auch genauso schwer geahndet eigentlich. Jetzt ist natürlich wichtig, wenn man Steuern hinterzogen hat, wie sieht das aus mit dem Strafverfahren? Ja, die Schwere des Strafverfahrens hängt maßgeblich von der Höhe des erlangten Steuervorteils ab und ob es vorsätzlich war oder nicht. Also wir müssen hier Fälle unterscheiden und müssen uns zuerst fragen, lag ein Vorsatz vor, also hat man es wissentlich getan, war es quasi Absicht? Falls nein, landen wir bei 378 AO, die leichtfertige Verkürzung. Das stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und sie kann verfolgt werden. Das liegt im Ermessen des Sachbearbeiters. Das ist das sogenannte Opportunitätsprinzip. Wird es sie verfolgt, wird das so entschieden, dass es sinnvoll ist, sie zu verfolgen. Das kann zum Beispiel allein auch als erzieherische Maßnahme dienen. Dann ist die Frage, wie hoch die Steuerverkürzung war. Sind wir kleiner gleich 500 Euro, meist keine strafrechtliche Verfolgung nach Paragraph 398 AO. Man geht dann leer aus, in den Fällen wird auch gar nicht erst verfolgt. Ab 500 Euro wird in der Regel verfolgt und ja, da ist ein Bußgeld bis 50.000 Euro möglich. Hat man vorsätzlich eine Steuerverkürzung vorgenommen, landen wir bei Paragraph 370 AO der Steuerhinterziehung. Und das ist nicht eine Ordnungswidrigkeit, sondern Straftat. Das heißt, sie muss verfolgt werden, da gibt es keinen Spielraum. Also quasi in erster Instanz zumindest gibt es erstmal keinen Spielraum, in zweiter schon. Hier greift das sogenannte Legalitätsprinzip. Das sehen wir uns jetzt an.
Hier stellen wir uns die Frage, wie hoch die Steuerverkürzung war. Bei 0 bis 50.000 Euro greift § 370 Absatz 1 AO, das ist ein leichter Fall, eine leichte Steuerhinterziehung. Und hier unterscheiden wir wieder bis 500 Euro, ist meist keine strafrechtliche Verfolgung, weil hier wieder der 398 AO greift. Bei 500 bis 50.000 Euro, da wird eine Geldstrafe verhangen. Wenn es mehr als 50.000 Euro ist, landen wir ja schon bei der besonders schweren Steuerhinterziehung nach § 370 Absatz 3 AO. Hier wird wieder entschieden, von 50.000 bis 100.000 Euro droht eine Freiheitsstrafe bis 10 Jahre auf Bewährung und oder eine Geldstrafe, also nicht beides. Also es kann beides sein, aber dann ist das andere natürlich gemilderter. Bei 100.000 bis 1 Million Euro, da ist eine Freiheitsstrafe bis 10 Jahren gegebenenfalls mit Bewährung und eine Geldstrafe nötig. Ja, hier kann es also vergleichsweise sein, dass keine Bewährung gewährt wird und die Geldstrafe ist quasi verpflichtend. Bei größeren 1 Million Euro, da droht eine Freiheitsstrafe bis 10 Jahre ohne Bewährung und es kann auch zusätzlich eine Geldstrafe verhängt werden. Ja, ich habe gesagt, in erster Instanz ist das jetzt immer eine Steuerhinterziehung. Das heißt, in zweiter Instanz kann es sein, dass es keine ist. Das heißt, natürlich wird das Strafverfahren erstmal eröffnet, kann aber eingestellt werden. Und diese Möglichkeiten schauen wir uns jetzt an. Hier haben wir erstmal § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Und das heißt, kein hinreichender Tatverdacht. Das bedeutet, wenn die Beweise nicht aussagekräftig genug sind, dann kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Das heißt, die Finanzverwaltung tut erst einmal das Strafverfahren eröffnen lassen, aber die Staatsanwaltschaft kann es danach, wenn sie überprüft haben, ob die Beweise denn nicht aussagekräftig genug sind, es einstellen. Dann haben wir noch den Paragraphen 398 AO, die sogenannte Geringfügigkeit. Hatten wir jetzt quasi schon dort in erster Instanz, das ist jetzt nochmal auf zweiter Instanz. Bei einer Geringsteuerhinterziehung bis 500 Euro kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Ich habe gerade gesagt, wenn es jetzt 500 Euro sind, dann wird bei der leichtfertigen Verkürzung erst gar nicht eröffnet. Bei der Steuerhinterziehung wird grundsätzlich erst einmal eröffnet. Aber die Staatsanwaltschaft kann dann in zweiter Instanz sozusagen sagen, das ist so geringfügig, das lohnt sich nicht, das zu eröffnen und es wieder zumachen. Dann haben wir noch § 153 der Strafprozessordnung, die sogenannten Bagatellfälle. Das liegt immer dann vor, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist. Und dann kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Also wenn jetzt wirklich, ich konstruiere mal einen Fall, der Chef sagt zum Buchhalter, ja, pass auf, ich weiß, das ist falsch, buch das trotzdem. Und der Buchhalter sagt, ja, okay, eigentlich ist das falsch, ich darf das nicht buchen, der Chef droht mit Kündigung. Dann kann das ein Bagatellfall sein. Das ist eine schwere Sache, das ist eine Fallentscheidung. Anders wäre natürlich auch, wenn die Schuld sehr gering ist, er hat wirklich Flüchtigkeitsfehler. Zum Beispiel hat er außerdem wirklich eine Null vergessen, hat bei einer Großrechnung von 100.000 Euro 10.000 Euro. Das wäre auch schon ein Bagatellfall. Da sind wir aber automatisch ja schon der leichtfertigen Verkürzung, weil dann ist, man kann nicht außersehen Steuern hinterziehen, das geht nicht. Dann gibt es noch 153a der Strafprozessordnung, die Einstellung unter Auflagen. Das liegt vor, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist, er aber natürlich trotzdem in eine Schuld trifft, das ist so ein bisschen der Unterschied, dann kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen und stattdessen Auflagen gemeinnütziger Dienst festsetzen. Das wäre jetzt also der Fall zum Beispiel, das Finanzamt öffnet das Verfahren, Geldstrafe, Freiheitsstrafe, aber die Staatsanwaltschaft überprüft das und sagt, ja, die Schuld des Täters ist als gering anzusehen, auch wenn ihm eine Schuld trifft. Wir stellen das ein, der muss nicht in den Knast gehen, der muss auch keine Strafe fahren, der muss jetzt aber 200 gemeinnützige Dienststunden zum Beispiel leisten. Das ist auch möglich. Steuerhinterziehung, auch interessant, können verjähren. Nach Ende der Verjährungsfrist kann kein Strafverfahren mehr erhoben werden. Das heißt, wenn man es schafft, Steuern zu hinterziehen und das lang genug zu verbergen, kommt man straffrei raus. Die Fristen, die man hier dafür aber beachten muss, sind bei der leichten Steuerhinterziehung 5 Jahre ab Zugang vom Steuerbescheid und nach 376 AO die besonders schwere Steuerhinterziehung 10 Jahre ab Zugang Steuerbescheid. Wichtig ist auch noch der § 371 AO.
Wer sich selbst anzeigt, kann Straffreiheit erlangen. Dazu muss jedoch müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Absatz 1. Fehlende, unrichtige Angaben müssen nachgereicht und korrigiert werden. Absatz 2 Nummer 1. Es darf noch keine Prüfungsandrohung bekannt gegeben oder ein Bußgeld oder Strafverfahren eröffnet werden. Das heißt, wer Steuern hinterzieht. Und bevor jetzt noch eine Prüfungsandrohung kommt, sich selbst stellt und sei es also quasi Anzeige gegen sich erstattet, kann dann noch straffrei werden. Allerdings, wenn er schon den Brief hat, wo steht, sie werden eine Betriebsprüfung bekommen, da ist es schon zu spät. Nummer 2. Es darf auch noch kein Tatbestand aufgelegt werden. Das heißt, wenn er sich selbst anzeigt, obwohl die Tat schon bekannt war offiziell, das führt nicht zur Straffreiheit, weil Straffreiheit basiert eigentlich darauf, dass man sagt, er ist sich seiner Schuld bewusst und möchte jetzt eigentlich diesen Fehler korrigieren. Wenn er natürlich den Fehler aber erst korrigieren möchte, wo sowieso schon jeder davon weiß, von seiner Straftat, dann kann man jetzt nicht mehr sagen, dass das aus seinem Gewissen heraus passiert ist, sondern einfach aus Angst, eine Strafe zu erfahren. Dann haben wir noch Nummer 3. Es wurden nicht mehr als 25.000 Euro pro Einzelfall hinterzogen. Das heißt, der 100 Rechnung a 250 Euro oder a 300 Euro falsch ausgestellt hat, der kommt noch frei. Wer allerdings wirklich eine Rechnung von 50.000 Euro, wie er es falsch ausdrückt, wer eine Rechnung so erstellt, dass alleine durch diese eine Rechnung zum Beispiel mehr als 25.000 Euro Hinterziehung ist, zum Beispiel er tut eine Rechnung von 1 Million Euro ausstellen ohne Umsatzsteuer, also er müsste auf Umsatzsteuer drauf sein, das heißt dem Fiskus entgehen 190.000 Euro, da wären wir über die 25.000 Euro drüber, das wäre dann so ein Fall, wo auch eine Selbstanzeige nicht zur Straffreiheit führt. Dann haben wir noch nur 4. Es dürfen insgesamt nicht mehr als 50.000 Euro hinterzogen sein. Also wer jetzt denkt, okay, dann mache ich halt nur kleine Rechnungen an Gros und wenn ich das Gefühl habe, es könnte rauskommen, dann stelle ich mich. Klappt auch nicht, kleine Vieh macht auch Mist. Und Absatz 3. Es muss innerhalb einer angemessenen Frist die hinterzogenen Steuern, gegebenenfalls natürlich plus Zinsen, nachbezahlt werden. Wenn das alles erfüllt ist, kann man sich selber stellen und kommt straffrei raus. So, da machen wir jetzt am besten mal eine Übung. Ich habe mir wieder einige Aufgaben ausgedacht und ihr sollt sie natürlich wieder lösen. Es gilt wie immer, bitte pausiert das Video, löst diese Aufgaben. Ich springe zur Lösung und wir vergleichen dann. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Wir müssen uns ja nur die Art der Steuerverkürzung und der drohenden Sanktionen anschauen. Bei Nummer 1 liegt eine leichtfertige Verkürzung vor, da es unbeabsichtigt war. Als Sanktion, naja, ist es meist keine strafrechtliche Verfolgung, wir sind hier relativ fein raus. Bei Nummer 2 ist es besonders schwere Steuerhinterziehung, da der Betrag über 50.000 Euro liegt. Hier droht eine Freiheitsstrafe bis 10 Jahren mit Bewährung oder eine Geldstrafe. Bei Nummer 3 Steuerhinterziehung durch den Gewerbetreibenden liegt vor und Mithilfe zur Steuerhinterziehung durch den Steuerfachangestellten. Beiden drohen hier in dem Fall Geldstrafen. Ja, damit sind wir mit der Vorlesung durch. Ich hoffe, es war für euch sehr interessant. Manche hat mir geschrieben, dass sie sich das Video wünschen. Ich hoffe, dem Wunsch bin ich soweit nachgegangen. Damit verabschiede ich mich erst einmal in ein wunderschönes Wochenende, wann ihr auch das Video seht, vielleicht auch schöner Tag einfach nur. Über eine gute Bewertung würde ich mich sehr freuen. Daumen hoch hilft mir sehr viel, weil der YouTube-Algorithmus genau danach sucht. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Vielleicht mache ich noch was zu Steuern, aber erstmal war es das Letzte hier. Bitte beachten auch immer, natürlich ändert sich bei den Steuersachen was hier gerade in dem Video, wird sich nicht so viel ändern, aber was die anderen Freibeträge und Grenzen angeht, da bin ich immer auf die aktuellen Daten schauen. Das wird sich alles ändern, in der Regel jährlich. Ich sage jetzt erstmal einmal Tschüss und ja, wir werden uns hoffentlich bei anderen Videos wiedersehen.